Hallo, meine Lieben. Ich stehe hier auf meiner Lampe. Nähllampe. Nählart, Lampe, was weiß ich, Lampe. V-Lampe, genau. Da steht ihr drauf, weil ich das mal hier filmen wollte. Quasi mit Gesicht, wie ich das Päckchen auspacke. Ich habe ein Päckchen bekommen. Yay! Ich habe ein Päckchen bekommen von Lukas. Lukas kleine Bastelwelt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal bei ihm vorbeischauen. Er sagt, Melly, sei vorsichtig beim Aufschneiden. Nicht, dass da was raushüpft. Ich sage, hä, was soll denn da raushüpfen? Hast du mir deinen Hund mit rein eingepackt oder ne? Oder sonst was? Ja. Oder was hast du noch gesagt, Lukas? Alzheimer lässt grüßen. Naja, jedenfalls freue ich mich. Dankeschön, Lukas. Und ich bin jetzt echt gespannt, was mich hier gleich anhüpft. Und ich darf nicht so tief schneiden, sagt er. Und ganz vorsichtig sein muss ich. Okay. Okay, Lukas. Auf deine Verantwortung. Nicht, dass da gleich was platzt drinne oder so. Dir wäre das ja zuzutrauen. Du lachst ja schon den ganzen Tag kaputt darüber. Ich bin echt gespannt. Boah. Hast aber schon mal gut zugeklebt, ne? Mann, alles Senior. Achso, ich habe hier so ein Oma-Tuch um, aber das ist so ein Half Granny Square. Das ist ein Dreieckstuch. Das wärmt den Rücken und die Arme und man friert trotzdem nicht. Also man hat die Arme frei. Und man friert nicht. Das ist ein tolles Tuch. Davon habe ich ein paar gemacht. Ja, die sind echt gut zum Wärmen. Beim Basteln ist es gerade gut, dass die Arme frei sind und man den Rücken warm hat, finde ich. Weil hier zieht es ganz schön. Ich wohne hier im Altbau. Und da zieht es mal auch mal gerne durch ihr Fenster. Lukas, was hast du getan? Was springt mich da jetzt an? Ich kriege einen Herzinfarkt. Nicht zu tief schneiden, hat er gesagt. Aber macht Spaß. Ich liebe sowas, so eine Überraschung. Okay, ich bin ganz vorsichtig. Okay, ich hab's auf, Lukas. Kommt da gleich ein Frosch raus? Kommt da gleich mir ein Frosch entgegengesprungen. Ey, ich kriege einen Herzinfarkt, ich schwöre. Du beäumelst dich da jetzt, wenn du das Video anguckst. Post. Oh, wie süß. Springt mich jetzt die Post an. Oha, oha. Du heiliger Bimbam. Post. Noch springt nichts, Lukas. Oder meinst du, die Post springt mich an? Ja, Post. Mach ich mal als erstes auf. Ah, ist hier was drin, was mich anspringt? Beautiful Memories. Ah, die Karte, die ich gesagt habe, die ist schön. Guck, ist sie auch. Ganz süße Karte hat er gebastelt, aber das springt mich nichts an. Ja, da kann ich so schöne Momente reinschreiben oder so. Echt süß. Merci. Für Melli von Lukas. Fröhliche Weihnachten. Lukas, wir haben aber nicht mehr Weihnachten. Aber macht nichts. Ja, dir auch fröhliche Weihnachten, Lukas. Wünsche ich dir auch. Du Vogel. So. Ja, noch hat mich nichts angesprungen. Oh, Ostern haben wir auch schon. Osterhasen, wie niedlich. Boah, so viel Schokolade. Ja, Lukas, ich bin auch noch nicht dick genug, ne?
Hat es noch so viel Weihnachtsschokolade? Diese gleiche Idee hatte ich auch. Na, kriegst von mir wieder andere Schokolade zurück. Oder mal sehen, was ich da noch so am Start habe. Mann. Nicht? Oh nein, Lukas, bitte nicht. Nicht, ne? Oh ne. Ich weiß, was das ist. So ein Konfetti-Ding. Wenn ich das jetzt hier aufmache, fliegt mir der ganze Konfetti durch. Nö, Lukas. Da können wir los zu. Na gut, ich mache den Spaß mal mit. Hauptsache mein Staubsauger macht das auch mit. Ich weiß, was das ist, ey. Oh, nee, es ist was anderes. Hä? Naja, egal. Achso, ich zeig euch das mal hier. So sieht das aus. Steht da? Nicht schieben. Nicht schieben. Ja. Boah, was ist denn das so schwer, Lukas? Wow. Hast du denn da eingepackt? Ey, das ist so interessant. Soll ich das als erstes? Jo, mache ich mal, ne? Liegt hier ganz oben. Ich muss das hier mal eben. So, hast du aber echt süß eingepackt, Lukas. Aha, hast du auch was überlegt, hä? Cool. Für das Projekt mit Ramona hoffe, es passt. Nicht schneiden. Ihr. Hier. Ah, ich mach mal auf. Das Projekt mit Ramona. Ich mach mal auf. Nicht schneiden. Ja, richtig Gedanken gemacht, war mein Kleiner. Aber ich mir bei deinem Paket auch, glaub mir das. So, warte, ich schneide nicht nur ein bisschen das Tesafilm, weil du das so gut verpackt hast. Heidewitzka. Papier. Oh, das muss ich aber erstmal wieder begradigen. Auf jeden Fall, hier springt mich nichts an. Oder, oh, und Sticker. Komm erstmal weg. So. So. Ja, die war jetzt. Aber das kriege ich wieder hin, Lukas. Ich packe das im Buch rein und dann werden die wieder gerade. Nur zum Zeigen ist jetzt blöd. So. Dann zeige ich mal. Projekt mit Ramona. Also, das sind hier so Prinzessinnen. Da steht Ramona überhaupt nicht drauf. Aber ich. Und ein Drachen. Und so. Und hier ist nochmal der gleiche. Ich weiß nicht, warum Ramon, ach, das ist, ich finde das süß hier mit Merlin und so. Ich finde die süß. Für mich ist das was, Lukas. Hast du schön ausgesucht. Also Ramona fand dein Paket voll schön. Ich weiß nicht, ob sie dir das schon gesagt hat. Auf jeden Fall hat sie sich sehr gefreut über dein. Oh, Karos. Muss ich sie mal fragen. Genau, ob sie die gebrauchen kann. Das mache ich. Buchstaben gehen immer, ne? Buchstaben und Zahlen. Cool, kann ich gut gebrauchen. So, und Ramona, falls du das Video auch guckst, was ich glaube, hier ist schon mal was Kariertes, wenn du das erkennen kannst. Vielleicht kannst du das ja gebrauchen. Das hat zwar so Striche, siehst du das? So, aber vielleicht kannst du es ja trotzdem gebrauchen. Kannst ja gerne Bescheid sagen, dann würde ich dir das geben. Ja. Mit noch mehr Dinosaurier und Regenbogen.
dann Papier, einmal so, dann mit Sterne, also das Papier finde ich schön, Sterne, das ist auch kein Actionpapier, Punkte gehen auch immer, das geht aber voll auf die Augen, ne, in der Kamera, Blätter, hier Karos, Ramona. Hast du doch gesucht. Vielleicht möchtest du die ja haben. Wenn ja, kannst du die gerne haben. Finde ich auch schön. Und hier Pilze. Geil, ne? Pilze finde ich schön. Voll schön. Oh, guck mal. Voll herbstlich. Toll. Schön. Punkte. Mega, finde ich toll. Ja, Punkte. Blümchen so ähnlich. Da so kleine. Punkte. Blau und so. Oh, nicht schlecht. Und Blätter. Also ich liebe den Herbst. Ich finde das toll. Und hier nochmal Karos. Blätter. Na, jetzt haben wir mal ordentlich Herbstpapier, du. Das ist gestreift, das finde ich auch schön. Wo kommt denn das? Naja, ist egal, Lukas. Ich glaube, das hast du auch bekommen, ne? Aber es ist, geht ja nicht. Dann ist es halt bei mir gut. Also hier sind so Raketen, das ist nicht so meins, aber das Grüne wieder. Hier sind so Sternchen und Blümchen. Finde ich auch okay. Ja, auch schön. Was ist das? Naja, hier sind Sterne. Nein, das weiß ich nicht, was das ist, aber die Sterne finde ich schön. Noch mehr Sterne. Noch mehr Sterne. Hunde. Und noch mehr Sterne. Und das sind... Kleine Rehlein sind das, kleine Rehe und Sterne. Sterne, rote, geht auch immer, ne? Sterne gehen immer, finde ich. Rehe, also das Papier ist nicht vom Action, glaube ich nicht. So ein buntes ist auch mal schön für Verpackung oder so. Und kleine Elefanten. Ja, das war schon mal das Papier. So. Ja, finde ich toll. Dankeschön. So, was machen wir jetzt? Ich nehme mal jetzt das. Springt mich das an? Man weiß es ja nicht, ne? Hast du bestimmt nur so gesagt. Das springt mich gar nicht an. Oder? Bei dir weiß man nie, du. Ich habe gedacht, da wo das Papier eingewickelt war, dass das diese Konfetti-Ding ist, was du dir gekauft hast. Habe ich gedacht, dass du mir das eingepackt hast. Oh, cool. Oh, schön. Danke, Lukas. Da ist die Geschenkverpackung, die er selber gebastelt hat. Tada! Hattest du das Stanzteil schon fertig oder hast du das selber gestanzt? Hast du die Stanze? Finde ich schön. Oh,
ein Herz hat er gerade drauf gemalt. Siehst du, ne? Ich finde das schön. Ja, jetzt habe ich die mal richtig in der Hand. Finde ich toll. Finde ich echt schön. So, dann darf ich die mal auspacken. Kinderschokolade. Lieb ich. Mag ich gerne. Dankeschön. Aber ich packe die noch vorher in den Kühlschrank, bevor ich die dann verspeise. Es gibt nichts über Schokolade aus dem Kühlschrank, du. Vor allem After Eight im Kühlschrank. Oh, aus dem Kühlschrank. Knack. Ich habe mir bei Action und irgendwo noch so Pfefferminzbonbons mit Schokolade. Oh. Pfefferminzschokolade gekauft, die hat mir nicht geschmeckt. Nee. Nicht zu empfehlen. Dankeschön, Lukas. Ganz, 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 ganz toll. Da früher freue ich mich. Da weiß ich wenigstens mal, wie das funktioniert. Dann kann ich das mal nachbasteln. Du hast ja ein Tutorial gemacht. Ja. Gucke mal von Herzen. Oh. Von Herzen für Melli. Doch, hör auf. Voll süß. Was ist das? Niedlich. Du bist auch so einer da. Lukas, du hast mich gar nichts angesprochen. Lass mir was erzählen nur. Gleich. Ach nee, oh, wie süß. Hat er auch selbst gebastelt? Guck mal. So eine kleine Lampe. Mit Vellumpapier. Und hier unten ist so eine kleine Kerzenlampe drin. Und die leuchtet auch. Glaube ich zumindest. Hier, guck. Hat er das nicht süß gemacht? Mal so, ein bisschen hoch. Schön. Süß. Dankeschön, Lukas. Bisschen Schätzchen. Oh, ich bin aber geblendet. Nee, echt toll, danke. Und wenn ihr das sehen wollt, wie ihr das gemacht habt, dann guckt auf seinen Kanal. Da zeigt euch das nämlich. So. Also Schoki hier, Schokobonbons. Da ist noch was Kleines, das packe ich jetzt aus. Nusscreme. Nusscreme geht. Nougat mag ich nicht, aber Nusscreme geht. Also das ist, glaube ich, dann von Lindt. Lukas. Ach, hier und aus deinem Kalender. Mochtest du das nicht? Strawberry Cheesecake. Ich mag die, ich finde die toll. Diese Nougat-Dinger mochte ich nicht. Magst du die? Dann packe ich dir die ein. Dann kannst du die ja... So, und hier ist noch was Kleines eingepackt. Zunge rein, Melli. Das sieht ja voll behindert aus. So. Was hat du denn da? Ui. Oh, die sind aber sehr fein. Cool. Cool, sag ich, weil ich so gucken muss, dass ich das überhaupt erkenne, weil die sind so echt klein. So kann ich euch die zeigen. Einmal türkise Sterne. Also das ist pink. Cool, die kann ich sehr schön zum Eingießen gebrauchen, Lukas. Dankeschön. Für meinen UV-Resin. Und einmal bunte Sterne. Rot, irisierend, weiß irisierend und orange irisierend. Kann ich sehr gut gebrauchen, Lukas. Dankeschön, ehrlich. Die packe ich mir gut weg hier. Kommt mit zu meiner UV-Lampe. Lalalala. So, was ist das jetzt wieder? Das springt mich bestimmt gleich an. Macht Spaß. Ich glaube, der hat mich veräppelt. Aber trotzdem habe ich immer ein bisschen Schiss, dass da mich gleich was anspringt, Lukas.
So. Das Band ist übrigens auch cool. Das kann ich auch gut gebrauchen. Kann man auch ein Armband von knüpfen. Kann man sich ein schönes Armband von machen. Kann ich das ein bisschen runter? Ja, ihr seht das ja ungefähr, ne? Hat meine Oma immer gesagt, das seht ihr ungefähr. Naja, aber ihr seht es ja, so ein bisschen, sag ich mal so. Ich habe hier immer noch diese 5 Stück, lass mich das gleich anspringen. Eingepackt, schönes. Oh, hier hängt eine Mülltüte. Kann ich das Papier gleich reinschmeißen. So. Jetzt sieht das so aus. Du machst mich neugierig, Junge. Ich muss das jetzt auch schneiden. Nicht, dass ich was kann. Putzschneide doch. Was ist das? Gut eingepackt, Lukas. Und nochmal. Und nochmal eingepackt, dass es auch nicht kaputt geht. Summer Jam. Ein Glas oder so vielleicht. Kerze, Kerzenglas oder so. Du. Und nochmal eingepackt. Ja, da. Oh, Lukas. Naja, so ist es aber wenigstens heile geblieben. Ne? Nicht kaputt gegangen. Nochmal und nochmal und nochmal. Das Glas wird immer kleiner. Oh, das ist ja niedlich. Oh. Ja, das ist schön, aber sehr süß auf jeden Fall. Finde ich niedlich. Aber ich habe erst gedacht, da steht Melbella zum Beispiel. Oder Mel's Crafter. Nee, aber guck mal, was da steht. Lukas, hast du das gesehen? Da steht Stella drauf. Hm, heißt sie aber nicht. Aber ist einer von deinen Geschwistern heißt Stella vielleicht? Ja, ist aber trotzdem süß. Dankeschön, Lukas. Ich mache da einfach einen anderen Namen drauf. Ja. Sehr süß. Stella. Hm. Oh, macht ja nichts. So, dann haben wir das hier. Mit Schleifenband. Schon, was da noch so drin ist. Macht ja Spaß, Post zu kriegen, ne? Herzchen, Herzchen. Ich glaube, das sind so Kärtchen einfach.
Aha. So, Kärtchen. Enjoy. Sind bestimmt von einem kleinen Block oder so. Unter. Smile to life. Thank you. Ja, sind auf jeden Fall ein paar hübsche dabei. Könnte ich, weiß man noch nicht so. Auf eine Karte vielleicht drauf, ne? Kann man das machen? Lass deine Träume nicht nur Träume sein. Finde ich zum Beispiel toll. Kann ich auch in mein Art Journal reinmachen, weil meine liebe Jessie möchte ja, dass ich mal in meinem Art Journal weitermache. Mache ich auch gerne. Dankeschön, Lukas, auf jeden Fall. So, ich muss mal ein bisschen wieder wegpacken. Noch mehr drin. Was ist das jetzt hier? Das sieht so aus. Das sieht aus, als wäre das eine Tüte oder so. Das mache ich mal ganz vorsichtig auf. Ich glaube, ich muss dir noch ein bisschen Geschenkpapier schenken, ja? So viel wie du immer einpacken musst. Ja, ist kaputt. Leider. Kann man ganz kaputt machen. Ja, hier sind so Tags drin. Ja. Davon habe ich auch ganz viele. Die, ist ja auch vom Action, glaube ich, ne? Ja. Kann man auch mal zwischendurch mal gebrauchen. Ich selber bastel nicht ganz so viel mit Text, aber ja. Ist immer gut, wenn man welche da hat, ne? Auf jeden Fall. Ist noch ein Bonbon. So, hier ist noch mal so eine Tüte. Oh, was ist das denn? Today's your day, Schneid. Das ist irgendwie so eine Folie, die man. Das ist nochmal Servietten-Technik oder so, glaube ich. Sowas ist das, glaube ich. Das ist so, um irgendwas zu verschönern, draufzukleben. Stars and Stripes. Muss ich noch ein paar blaue Sterne drauf malen und dann haben wir Amerika. Cool. Magic Mo Mermaid Treasure. Hier so eine Tüte war da noch bei. Mit so einem süßen Sternchen. Auch mega süß. Ja. Und was haben wir hier noch? Oh, Lukas, da hast du aber ordentlich was eingepackt, du. Schneide ich mal das Benzel durch. So. Na, aber gleich haben wir es geschafft.
Checks oder halt die aus diesen. Nee, das sind Geschenke, Gutschein, so Gutscheindinger hier. Die habe ich auch. Die habe ich auch, aber es macht ja nichts. So sieht ihr das überhaupt? Schwarz. Immer diese Blumen. Ja. So viel Geld habe ich nicht, dass ich so viele Gutscheine verschenken kann, aber kann man ja auch eine Verpackung mit basteln oder so. Mal sehen. Irgendwas wird mir auf jeden Fall schon einfallen. Dankeschön, Lukas. Danke, danke, danke. Das hast jetzt auch wieder gut eingepackt, du. Fühlt sich aber an wie Papier irgendwie. Ja, ist es auch. Oh, aber schönes Papier. Tierprint, oder? Zebraprint, oder was ist das? So ein Tierprint? Finde ich aber gar nicht schlecht. Also, ich finde das so, mir gefällt das. 32 Minuten laber ich hier schon, meine Herren. Ja, aber man muss sich ja auch ein bisschen Zeit lassen, ne? Man will das ja auch ein bisschen genießen und Spaß haben. Schlange, ne? Ich finde die cool. Ich mag sowas. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit machen soll, aber vielleicht auch in mein Art Journal. Das passt gut rein. Also habt ihr überhaupt irgendwas gesehen? Das ist so Folie, also das ist so mit Glitzerpartikel und so drauf. Gemasert, wie soll ich sagen? Ach, Schlange. Das. Oh, ich finde das gut. Mir gefällt das. Vielen lieben Dank, Lukas. So, der Karton ist da was drin. Ja, ein Bonbon. So aus dem Kalender. Machst du die nicht? Ich finde die lecker. So. Alles schön rein. In den Müll. Oh, ist kalt. So, Lukas, das hat riesen Spaß gemacht, das auszupacken. Hat mir auch alles gut gefallen, was du dir ausgedacht hast. Gott sei Dank hat mich hier nichts angesprungen. Ja, vielen herzlichen Dank, Lukas, und euch anderen wünsche ich noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir und Lukas. Du auch, ne? Mein Paket kommt bald. Gedulde dich noch ein bisschen, aber es kommt. Ne? Bis dann. Tschüssi.